Dario Cellini, Dozent an der Johannes Kepler Universität Linz für Soziologie. Derzeit gibt es überall auf der ganzen Welt Bewegungen für mehr Demokratie, für richtige Demokratie. Es gibt sie in der Türkei, es gibt sie in den USA, in Spanien, in Griechenland. Wir haben sie in Ägypten gesehen, wir sehen sie in Katar, wir sehen sie überall. Und die Flüchtlinge hier in Vienna, in Wien, sind ein ganz wichtiger Teil dieser Bewegung. Demokratie heißt nämlich nicht, dass manche mehr und andere weniger oder gar keine Rechte haben. Deswegen sind die Flüchtlinge und die Flüchtlingsmobilisierung in Wien wie auch woanders ganz wichtiger Teil dieser globalen Demokratiebewegung. Und während sie von den Medien und Politikern die Demokratiebewegung in Istanbul oder in den arabischen Ländern hochgehalten wird, wird sie hier unterdrückt, mit repressiven Maßnahmen behandelt. Das darf nicht sein. Die Flüchtlinge müssen die Möglichkeit haben, zusammen zu sein, hier zu bleiben in Österreich, nicht abgeschoben zu werden, eine sichere mögliche Lebenslage zu haben und eben gemeinsam für ihre Interessen eintreten zu können und für ihre Zukunft sorgen zu können. No deportation, kein Mensch ist illegal, Bleiberecht für alle.